So, bis hierhin weiß ich. Aber nicht weiter. Frag ihn doch mal nach dem Jagdverhalten von dem Vieh. Was weißt du denn über den schwarzen Jäger? Er ist ein Raubtier. Schnell und gefährlich. Er versteckt sich in Höhlen, wenn er nicht auf der Jagd ist. Höhlen? Das könnte es doch sein. Tschi. Weiter im Osten kenne ich eine. Schnell, hier lang. Ja. Ist ja naheliegend, ne? Jetzt soll er selber drauf kommen können. Folge mir. Ja. Muss aber hier noch ein bisschen was unterwegs auch einsammeln. Zack. Zack. Alles einsacken. Wir gehen. Da ist eine Höhle. Sieh. Da drüben ist die Höhle. Gut. Dann gehen wir hinein. No, Bucho. Du gehst hinein. Ich warte hier. Was bist du denn für einer? Feigling. Ich bin gut mit dem Wurfspeer. Aber im Nahkampf bist du besser als ich. Lock ihn heraus. Dann machen wir gemeinsam Bambule. Na schön. Ich werd's versuchen. Bis gleich. Capo, sei vorsichtig. Kannst auch einen Speer da durchwerfen. Der ist groß genug. Was hätten wir für ein Vieh? Ich deck deinen Rücken. Ist doch kein Panther. Wir kämpfen zusammen. Ja, jetzt kommt er doch auf die Idee, mit zu kämpfen. Das war aber nicht das Gesuchte. Panther, wo bist du? Da ist er. Bin sofort bei dir. Bestimmt greift der Panther jetzt den an und die kämpfen miteinander. Jau. Und der super krasse Häuptling. Ich mach gar nichts mit. Panther-Tatze. Okay, wir haben tatsächlich auch eine Tatze für uns bekommen. Das ist schon mal gut. So, jetzt noch ein bisschen mehr. Nehmen wir natürlich auch das Erz mit. Da ist doch noch was. Grabwurzel. Und hier ist noch eine recht, ja, eigentlich die schwerste Truhe, die es hier gibt. Na, doch nicht. Ja, das war jetzt klar. Okay. Hätte ich schon gedacht, die würden jetzt wieder runterfallen. Stammeszeichen. Lederöl. Permanentwirkung. Trank der Ehrfurcht. Okay. Aber hier dieses Lederöl, das haben wir auch noch nicht gesehen. Wirkt aus... Wird aus Heldenkraut gewonnen. Deine Haut wird fest wie Leder. Verdammt, gibt's doch für Heldenkraut eine dauerfeste... Ey. So ein Mist. Und ich habe das ganze Heldenkraut gesuppt. Also, was ist gesuppt? Ich hab's gegessen. Verdammt, ey. Und ich hab's auch überspeichert. Wenn der selbst nicht wollte, könnte ich das gar nicht rückgängig machen. Heißt doch Drite. Mann. Internet. Kein Verlass drauf. Naja. Aber ich meine, wir sind ja schon ziemlich gut unterwegs, ne? Da müsste es ja eigentlich auch noch eine dritte Stufe geben, oder? Weil bei, was denn? Liebeskunst? Genau, Liebeskunst gibt es noch eine dritte Stufe. Weil wir das schon alles haben, ey.
Permanenttränke haben wir auf 7 das jetzt. Hätte ich nicht 6 von denen gegessen? Egal. Der schwarze Jäger ist tot. Gut gemacht. Dann hol dir seine Tatze. Hier hast du seine Tatze. Das hast du gut gemacht. Jetzt bin ich zuversichtlich. Keine Ursache. Dann machen wir mal weiter, was? Chi. Geh zu Datu und lass dir die nächste Aufgabe geben. Gut, dann geh mal. Ich hab hier noch zu tun. Chi. Aber beeil dich. Bis gleich. So, ich will mal noch ein bisschen hier umgucken. Da oben. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja, kommt man. Aber es ist nur einfach Optik. Mal hier mal eben gerade gucken. Ist irgendwo, das sieht ziemlich nach einer Ruine aus. Und eine einfache Truhe. Puppe. Ist das hier, wo mal gewesen war? Aua. Komm her. Vielleicht sind wir hier noch irgendwo ein Panther. Hier müsste mich doch eigentlich auch jetzt porten können, ne? Ja, kann ich. War ja jetzt eine richtige Karte, die wir bekommen haben. Wie ist denn das? Nicht bewegen, Gojo. Kataopi. Was ist denn jetzt los? Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker, einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Deine Frau Dara schickt mich. Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Kannst du mir was beibringen? Ohno, Gojo. Nicht solange unsere Gräber geschändet werden. Ach. Was plündern die Piraten aus den Gräbern? Alles, was aus Gold ist oder glänzt. Zum Glück lassen sie ihre Beute oft alleine. Ich konnte ihnen einiges heimlich wieder wegnehmen. Ah ja, interessant. Deswegen aber 400 Gold, ey. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule! Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Ich soll aufpassen, dass ich keinen Ärger mache, wenn ich Piraten, die Gräber plündern, kille? Was geht denn mit dir, Alter? So. Ich schneide dich in Streifen! Ja, ich weiß, die Geister, die wir hier haben. Bams. Vermeid. Schön. Von Last geschossen. Blockieren die alles. Mann. Warum kämpfen die so viel besser? Ich habe Konterparade gelernt. Das Ding. Typ, ey. Muss mal eben hier. Inventar. Rum. Eigentlich wollte ich keinen Rum, wollte Grog, aber egal. Also, von der Theorie her. Gerechnet, was? Habe ja auch genug davon. So. Oh, das brauchen die eh nicht mehr.
Fall wahrscheinlich die Maske drauflegen, ne? Damit der eine Typ da zufrieden ist. Den wir gekillt haben, nachdem wir einfach seine Maske nochmal genommen haben. Krumm durch. Bringt nichts, egal. So, das. Ich dachte, wäre doch mal Wein. Das ist auch so wie so ein Weindingen. Was ist das für ein Lichtgedöns hier? Ich bleibe lieber hier. Was? Warum so feige? Komm, Sprecher! So, und runter. Du da cool, ey. Kill den hier. Und dann kriegt er mich nochmal voll gepackt. So. Ich muss mal kurz hier ein bisschen Proviant reinpfeifen. Da haben sie aber nicht alles mitgenommen, ne? So. Ich würde ja niemals hier alles mitnehmen. Ich muss ja nur die Maske drauf tun. Was haben wir da? Toter Pirat. Wow. Was willst du denn, ey? Meine Aufgabe, alles zurückzuholen. Blöd, das Vieh. Mann, Mann, Mann. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber früh genug geschaltet. So, Ruf. Noch ein Ghoul. Ah, den habe ich aber elegant gekillt, würde ich sagen. So. Maske auf hinsetzen. Hui. Den Rest brauchen die ja wohl nicht. Bin wieder dabei. Hätte doch direkt mitmachen können. Oh, dolle war das nicht. Also du war Wächter, der war ein bisschen knapp, aber wenn er dabei gewesen wäre, wäre besser gewesen. So, Problem gelöst. Du kannst wieder nach Hause gehen. Die Plünderer sind tot. Du trägst die Kleider der Piraten. Aber du scheinst ein Hoshi der Marakai zu sein. Darum werde ich tun, was du sagst. Bleibe wachsam, damit auch du deine Feinde erkennst. Mach ich. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Chi, nun da die Piraten tot sind, kann ich dir zeigen, wie man den Speer benutzt. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Chi, was willst du wissen? Wir helfen, meinen Wurf zu verbessern. Speerkämpfe. Okay. Nix irgendwie jetzt hier auch mit der Klingenfestigkeit oder sowas. Jo, dann gehen wir mal hier hoch. Feuervögel! Hey, so einer, ich dachte, wären zwei. Bäm! Der Vogel. Venturu, hängst du wieder irgendwo fest? Ja. Guck, wie der alleine so läuft, seitlich. Ey. Das ist so eine bescheuerte Animation. Ah, da muss man einfach drüber wegsehen. Aber es nervt trotzdem irgendwie. Ein Saphir und Goldmoor.
Gehen wir denn eigentlich hier gerade lang? Da oben. Alter, kommen wir dann da rum. Okay. Oh, gucken wir einfach mal. Oh, das ist ein bisschen mit Frieden. Plündern. Wenn wir gleich irgendwo nochmal so ein Grab. Wo wir die Piraten besiegen. Die Maske zurückstellen. Ja, das krieg ich. Du, du, du. Da ist nix. Geisterlilie. Ah, Panther, sehr schön. Das ist ja auch im Hintergrund, warum ich hier rumlaufe. Ja, stabilisiert. Hey, lass ihn in Ruhe. Halte durch, ich komme. So. Da oben kann man auch noch mal irgendwie hin. Ist aber nix. Noch mehr Panther. Gib mir mehr Panther. Ich brauche noch ein paar. Glaube ich, 4 Stück glaube ich noch, ne? 4 oder 3 Stück brauche ich. Die fasse ich den. Oh, vielleicht, aber nee. Nur wie so Affen. Steck deinen Rücken! Aua! Erledigt, genau. Würgeranke. Da können wir lang gehen. Wollen wir gerade gucken. So, gut, gehen wir erstmal hier lang. Da ist ja dann so ein bisschen Nebel. Aber Fackeln brennen da. Also muss da regelmäßig jemand sein. Also sonst würden ja hier niemals Fackeln brennen. Denn der ist schon längst abgebrannt. Ist ja klar, ne? Aber da ist tatsächlich jemand. Schamane gefunden. Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi, Fremder? Oder willst du auch nur zerstören, wie die anderen Guchos? Ich will euch unterstützen. Die Tivas werden dich strafen, wenn du mit gespaltener Zunge sprichst. Darum werde ich dich anhören. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. 2 Guchos kommen zu den Marakai. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki, der Feind. Das soll das hier sein. Darum sehe ich sie mir genau an. Was ist das für eine Legende? Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer. Und vertreibt den Tod durch die Macht der Hike, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Shaka der Marakai. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Bei uns würde man das den wohlverdienten Ruhestand nennen. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. Kannst du mir dein Voodoo beibringen? Dein Voodoo ist schwach. Ich kann dir nichts zeigen. Also wenig Voodoo habe ich auch nicht. Lass mich mal an den Voodoo-Kessel. So, das haben wir auch. Stimmt, wir haben ja Geisterlilie eingesammelt. Und dann kann ich auch 2 davon machen. Mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. So, Inventar. Zack. Da. Also, jetzt fühlt er sich richtig gut, ne?